Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, wie krass! Drama! Warte, was machst du hier? Wie kommst du so? Was ist denn hier los? Ja, ich arbeite mich langsam ran. Ja, 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 ja. Krass, ey. Was machst du gerade? Ey, das ist meiner. Was ist denn daran jetzt so witzig? Oh, Entschuldigung. Du bist jetzt zu schade für sowas, ha? Huh? Quatsch, ey. Verarsch mich halt echt. Von Dings. Jetzt pass mal auf, du Arschloch. Wie scheiße kann man denn bitte sein? Schon lange, dass du nicht mal die Eier hast, um jetzt ranzugehen. Vom Entzug in den Dschungel, wir haben das alles zusammen geplant. Du hast gesagt, das ist ein sicheres Ding, sonst hätte ich den ganzen Scheiß doch gar nicht machen müssen. Ich verklag dich, du Pisser. Fuck. Wieso ein Hurensohn? Schwängert seine Frau, während wir zu. Willst du super reinpacken? Hättest du Lust mitzumachen? Klar. Wenn du mir das zutraust? Na, natürlich. Wir mischen die Bude ein bisschen auf. Und ich würde mich wirklich freuen, dich wiederzusehen. Alles klar. Wenn du das sagst, gut. Bin dabei. Klasse. Ich müsste auch noch was anderes mit dir besprechen, aber es wäre vielleicht besser so face to face. Okay. Bin ich mal gespannt. Ich schicke dir die Adresse. Super. Freu mich. Ciao. Ciao. Die ist so dreht. Komm, den Eito. Schön pausen, schön verlinken. Toll, dass du dabei warst. Ich verstehe auch nicht, wie du davon ausgehen kannst, dass ich dich ungehört und ohne zu proben als Background-Sängerin nehme. Playback halt. Ey, jetzt krieg dich mal wieder. Hast du Drew jetzt getroffen? Ich hab der Pfaffinger extra für dich abgesagt. Na klar. Klar habe ich schon mit Drew gesprochen. Bin natürlich total Bock. Ist ja klar. Okay, gut. Aber du, ich bin mir ja noch nicht so sicher, ob er wirklich so ankommt, ne? Hm? Ich meine, der ist ja schon auch ein bisschen langweilig, mal so unter uns. Mann, Angie, du brauchst eine richtige Skandalaffäre, sonst bekomme ich die nicht verkauft. Nächste Woche ist eine Loftparty bei Gringer, da musst du richtig auf die Kacke hauen, sonst hast du eh keine Chance. Micha, ich rock dir das Ding, mach dir mal keinen Stress, ja? Okay, gut. Enttäusch mich halt nicht. Dann sehen wir uns dort, ja? Dann bis dann. Mama?